Welche Rolle spielt denn in dieser ganzen Abwägung Long-Covid? Das belastet ja auch das Gesundheitssystem. Man hört ja auch unterschiedliche Zahlen, wie viel Infizierte am Ende dann von Long-Covid betroffen sind. Hat sich das mit der Omikron-Variante geändert? Kann man da überhaupt schon was sagen oder einen Ausblick geben? Es ist insofern schwierig, als natürlich die Symptome von Long-Covid sehr unspezifische Symptome sind. Ja, das reicht von allgemeiner Müdigkeit, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit bis zu allen möglichen Organsymptomen, die natürlich auch von anderen Infektionen oder anderen Krankheiten stammen können. Also aus dem Grund, diese Abgrenzung ist äußerst schwierig. Es gibt Zahlen, die argumentieren, dass bis zu 10% der Infizierten mehr oder weniger mit Long-Covid, also ein Long-Covid-Risiko hat. Die Problematik, die ich sehe, die ganz große Unbekannte, also es heißt Long-Covid, aber im Prinzip ist Long-Covid ganz einfach die Verlängerung der akuten Phase der Infektion. Wovon ich tatsächlich viel mehr Angst habe, ist, was viele Leute nicht, auch in der Diskussion oft nicht vorkommt, was viele Leute nicht wissen. Viele Viruserkrankungen haben tatsächlich ganz, ganz langfristige Komplikationen. Also, wenn Sie hernehmen, Hepatitis-Virus kann Leberzirrhose, Leberkrebs, aber erst nach 10, 20 Jahren verursachen. Verschiedene andere Viren können Gebärmutterhalskrebs, also HPV-Viren können Gebärmutterhalskrebs auslösen, und so weiter. Also es gibt verschiedene Erkrankungen, Masern, ja, zum Beispiel, nicht, dass er häufig von vielen Menschen bagatellisiert wird. Aber auch da gibt es langfristige Probleme für viele Kinder. Auf der einen Seite ist man draufgekommen, dass Masern ganz massiv in das Immunsystem eingreift, sozusagen die T-Gedächtniszellen des Immunsystems zerstört und damit diese Kinder häufig dann anfälliger sind für andere Infektionen. Abgesehen davon gibt es eine schwerste, zum Tode führende Komplikation, die Enzephalitis, die Masernenzephalitis, die erst dann Jahre später auftreten kann. Also, und da wissen wir, was Covid betrifft, doch gar nichts. Also ich hoffe, es ist nicht bei jeder Viruserkrankung so, dass diese ganz langen Komplikationen auftreten, aber das wissen wir nicht. Das wird sich erst in vielen Jahren weisen, ob wir möglicherweise die infiziert waren oder ein Teil davon möglicherweise mit längerfristigen Komplikationen rechnen muss. Jedenfalls bei Viren ist das nicht unbekannt. Also wir wissen, dass es das gibt.